Freunde, herzlich willkommen zu Oblivion. Die letzten Folgen fand ich etwas langweilig von mir aus. Also ich denke, ich habe da keinen guten Job gemacht. Ich entschuldige mich recht herzlich bei euch, liebe Freunde. Und bin auch der Meinung, dass wir hier in Oblivion langsam mal ein bisschen Eier machen sollten. Bedeutet, ich habe jetzt schon mal Palast von Neu-Sheot zu den Palastanlagen. Ich habe im Questlog jetzt schon ausgewählt, dass ich jetzt die Hauptquest-Reihe der zitternden Inseln weiterspielen möchte. Und hier sind wir, im Palast. Und Junge, das sieht gar nicht schlecht aus. Hier kann man da was von einsammeln. Nee. Oh, wer bist du? Seid gesegnet, Bürger. Ich bin gesegnet. Immer. Ha, da ist eine helle, da ist eine dunkle. Reden die miteinander? Was passiert? Ah, sie reden nicht miteinander. Sprecht, Bürger. Kann ich dich aufhalten? Ich halte dich mal auf. Was passiert, wenn ihr aneinander reiht? Hell und dunkel? Die beiden implodieren doch, Alter. Seid gesegnet, Bürger. Pow! Nee, doch nicht. Schade. Na gut. So. Ich frage mich, ob es hier Sachen zum Klauen gibt. Aber wahrscheinlich nicht. Also, Herr Saiyan, wenn du diese Folge siehst, diesen Palast hier will ich. Genau so will ich den. Das finde ich ziemlich geil. Das möchte ich auf meinem Minecraft-Server haben. Genau so einen Palast. Da muss ich mich selber mal dran wagen, glaube ich. Ich probiere das mal hier mit Treppenstufen, mit Half-Steps und so. Bam, Junge. Not bad. Ich probiere das. Oder wir probieren das mal aus demnächst. Wie kann ich zu Diensten sein? Ich gehe mit der dunklen Seite. Hallo. So. Wen haben wir denn hier? Da klatscht wer. Wer bist du? Ist mir wie immer ein Vergnügen. Ja, benötigt ihr etwas? Ja. Nee, doch nicht. Ich habe mit dir schon über alles geredet. Das Leben ist herrlich. Du bist also Sheogorath. Mensch, dich kenne ich ja gar nicht. Ja, schau mal, wer da ist. Ihr. Was soll ich denn davon halten? Ja, wie, was sollst du davon halten, Junge? Ein Neuankömmling? Schade, das mit meinem Torwächter. Ich bin so glücklich, ich könnte glatt eure Eingeweide herausreißen und euch damit erwürgen. Nein, lass das. Ich darf mich bekannt machen. Ich bin Sheogorath, Prinz des Wahnsinns, unter anderem. Aber darüber spreche ich nicht. Inzwischen seid ihr vermutlich selbst darauf gekommen. Wollen wir es hoffen? Sonst sind wir in echten Schwierigkeiten. Und eure Eingeweide müssen da raus. Dann sprenge ich Seil damit. Sehr gut. Aber vielleicht jetzt nicht gleich. Ihr habt es schon weit gebracht. Weiter als alle anderen. Bravo. Nehmt diese Kleinigkeit. Vielleicht leistet sie euch gute Dienste. Oder schmückt eure Leiche. Herzlich willkommen. Barmherzigkeit des Wahnsinns hinzugefügt. Was wollt ihr? Ich habe auf euch oder jemanden wie euch oder jemanden anders schon seit einiger Zeit gewartet. Ich brauche einen Champion. Und ihr habt den Job. Zeit, das Reich zu retten, die Holde Mai zu befreien, das Untier zu töten oder beim Versuch zu sterben. Eure Hilfe wird benötigt. Mhm. Eine Veränderung naht. Alles verändert sich. Wenn sogar Daedra-Fürsten. Besonders Daedra-Fürsten. Wir nennen die Folge Get Rich or Die Trying. Oder Get the Bitch and Die Trying. So nennen wir die Folge. Ich schreibe es mir gleich auf. Die Daedra verkörpert die Veränderung. Veränderung und Dauerhaftigkeit. Ich bin nicht anders. Außer in der Art, wie ich bin. Der graue Marsch kommt. Und ihr werdet ihn aufhalten. Grauer Marsch? Die Einzelheiten sind unwichtig. Zumindest im Moment. Die Ewigkeit steht etwas unter Zeitdruck. Darauf kommen wir später zurück. Ich habe das erste Mal seit langem wieder meinen Füller benutzt. Er schreibt und es sieht gar nicht so schlecht aus. Was nun? Jetzt? Ihr macht einen Botengang für mich. Einen wichtigen. Natürlich ist alles wichtig, was ich euch auftrage. Mein Reich, meine Regeln. Ihr begebt euch nach Sedilian, einem meiner Lieblingsorte auf den Inseln. Ein nettes Fleckchen, das ich für unerwünschte Besucher reserviert habe.
Und einige sind unerwünschter als andere. Warum Xedilian? Der Torwächter kümmert sich um die meisten Eindringlinge, aber er ist tot. Auch diesen Missstand müssen wir bald beheben. Wie auch immer. Es gibt jene, die auf anderen Wegen in mein Reich kommen. Und sie sind unterwegs. Wir wollen sie hier nicht haben. Glaubt mir. Also, ihr werdet Xedilian wieder in Gang bringen. Hier habt ihr ein kleines Buch mit Anleitungen und den Abschwächer des Urteils. Den werdet ihr auch brauchen. Weitere Einzelheiten könnt ihr von Haskell erfahren. Er ist ein detailbesessener Kerl. Eine große Hilfe und auch sehr modebewusst. Nun macht euch auf die Socken, bevor ich meine Meinung ändere. Oder meine Meinung mich ändere. Alles klar. Ihr habt Handbuch von Xedilian hinzugefügt bekommen. Ihr könnt jetzt gehen. Der Gott des Wahnsinns hat euch eine Aufgabe gegeben. Jemand mit euren Talenten müsste imstande sein, sie zu erledigen. Gehen einfach Arbeit mal hin. Ist nie getan. Welkenmond, aber das klaue ich, ne? Das ist ja schade. Flammstängel, das klaue ich alles leider. Was passiert eigentlich, wenn ich Sheogorath beklaue? Sumpftentakel. Ist das mein Schatten? Nee. Aber das ist doch... Ach, das ist wahrscheinlich sein Schatten. Los geht's, fort mit euch. Ich bin beschäftigt. Ja, das ist sein Schatten. Das ist ja doof. Ich dachte, ich hätte jetzt voll die coole Sache gesehen, so. Weißt du? Für die Zukunft. Tür zu Ballastanlagen. Wir gehen mal da raus. Ach, Mensch. Fasst euch kurz, Sterbliche. Echt? Okay, interessant. Na gut. Ey. Wo geht's hier raus? Wer bist du denn? Guten Tag. Anja Herrick. Ich bin Anja Herrick. Ich diene Fürstin Syl und sie gewährt mir Schutz innerhalb des Hauses von Dementia. Ich bin ihr sehr dankbar. Okay. Eärils Mysterien bietet eine Vielzahl einzigartiger Zauber an. Er verkauft allerdings keine Mysterien. Tschüss. Wie kann ich zu Diensten sein? Sprecht, Bürger. Ach, da ist die Tür. Ich hab mich schon gewundert. Und tschüss. Aber wir können ja mal auf der Karte gucken, wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin. Wo ist denn Xedilian? Haben wir das hier schon irgendwo? Nö. Das habe ich noch nirgendwo. Na gut. Dann suchen wir mal. Mal gucken. Was ist das? Stütze zu Bliss. Okay, ich muss da wieder rein. Na gut. Ich finde das mit dieser kleinen Anzeigenadel echt ein bisschen anstrengend. Okay, ich muss genau da in die Richtung. Also muss ich hier wieder hoch. Muss ich woanders rausgehen? Seid gegrüßt.
Er geht wahrscheinlich davon aus, dass sie schon draußen würden. Mal gucken, was sagt er denn, wenn ich jetzt mich mal hierhin teleportiere? Was heißt teleportiere? Ich mache natürlich eine riesige Wanderschaft, ne? Huch, tschüss. So, was sagt er jetzt? Muss ich mal noch dahin? Kann ich das nicht mal größer machen? Nee. Okay, das scheint so eine kleine... Na gut. Gehen wir mal von außen daran. Mal gucken, was er sagt. Sprecht, Bürger. Mal gucken, ob das klappt. Ich finde, ich bin inzwischen ganz schön fix unterwegs. Okay, hier ist der Palast. Und ich muss dahin. Na gut. Also muss ich doch in den Palast. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Schön, muss ich da irgendwie in das Tor oder so. Ja, das sieht gut aus. Haus von Dementia. Okay, wer bist du? Nelrene. Die ist nicht so hübsch. Leerer Thron. Hier müssen wir rein. Ist mir wie immer. Der Gott des Wahnsinns hat euch eine Auf... Echt? Ich muss mit ihm reden? Er ist der Prinz des Wahnsinns. Der Herrscher der Shimmering Isles. Ja, ein wirklich erstaunlicher Ort. Wunderbar, um sich zu entspannen, während man diese lästigen Abenteurer leiden sieht. Nichts für ungut. Ich würde sagen, ihr solltet als nächstes nach Zidilian gehen und es reaktivieren. Toll, da war ich schon auf dem Weg hin. Ja? Ach, ich Dummerchen. In dem Buch sind keine Bilder. Ich kann wohl kaum erwarten, dass ihr das lesen könnt, nicht wahr? Genau. Um Zidilian zu reaktivieren, wie es meinem Fürsten beliebt, müsst ihr 3 Fokuskristalle finden und diese zu ihrer Ruhestätte zurückbringen. Zu jedem Kristall gehört ein passender Sockel, ein sogenannter Urteilsnexus. Selbst ihr könnt sie nicht verfehlen. Ohne die Kristalle kann der Resonator des Urteils, die Energiequelle Zidilians, nicht wiederhergestellt werden. Okay. Ich schlage vor, dass ihr euch eilig auf den Weg nach Zidilian macht. Mein Fürst Chiogorath mag Leute nicht, die tatenlos rumhängen. Oder vielleicht doch. Ach, geht einfach los. Gut. Jetzt haben wir aber eine neue Kartenmarkierung. Da unten, da ist Xedilian, okay? Können wir ja hier hinreisen. Können wir uns öfter sprechen. Totenwächterkopf-Nachbau. Auf zum knochigen Dornbusch. Ups. Da geht's weiter. Mal gucken. Hier haben wir ein paar Pilze. Ich muss irgendwann mal wieder ein bisschen Alchemie machen. Mal meine ganzen Reagenzien loszuwerden. Vielleicht das ein oder andere coole. Da kann ich was entdecken. Vielleicht gehe ich hier mal kurz um die Ecke. Ich finde, die Musik ist inzwischen ein bisschen zu leise. Ich möchte auch, dass auch ein bisschen... Gesamtlautstärke ist 100, Spracheffekt, Schritt, Musiklautstärke. Machen wir mal 40. Das wird schon okay sein, denke ich.
Was bist du denn für eine Spinne? Seht ihr mal ein neues Schwert? Sieht viel cooler aus. Das ist das Bernsteinschwert. Nimm jetzt kein Sekret mit. Orte entdecken, finde ich schön. Wow, gehäuteter Hund. Na, es wird nicht besser. Hundezahn, na gut. Nebenbei ein bisschen. Ihr habt gefunden Moderhöhle, perfekt. So, hier müsste noch irgendwo... Ah, guck mal, hier ist noch ein Dörfchen. Das nehmen wir auch gleich mit. Seegattlager. Okay, jetzt gehen wir auf zu unserer Quest. Aha. Eiferer Neuling, okay. Das ging aber schnell. Skelett beschwören, das finde ich gut. Was ist das für ein Schwert? Also das Langschwert. Aha. Interessant. Das hat doch gar nicht wenig Schaden gemacht, die zwei Schläge, die ich von ihm kassiert habe. Ein Baumling, hallo Schätzelein. Da haben wir's. Da ist auch ein Grommet, der direkt mal ins Gesicht möchte. Der war ganz schön stark für einen Grommet-Welpe, oder? Fand ich schon. So, dann gehen wir hier mal rein. Ich höre doch was schnaufen. Dich höre ich schnaufen. Bist du der Einzige, der schnauft? Seems like. Ach bitte. Du siehst echt scheiße aus. Von woanders geöffnet. Okay. Eine sehr leichte Truhe. Okay, das hat nicht geklappt. Das hat geklappt. Was anderes als sehr leicht, Mayo nicht mehr. Das raubt mir zu viele Nerven. Ich habe mich auch immer noch nicht darum gekümmert, wie man das vernünftig macht. Aber ihr habt mir auch immer noch nichts in die Kommentare geschrieben. Hallo. Hey.
Gut, der hat uns nicht gehört. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal Feierabend für die Folge. Wir sehen uns ganz bestimmt in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.